Herzlich willkommen zu diesem Video und zwar zu einem Video, wo wir wirklich schon lange drauf gehypt sind. Und zwar ist das The Return of the 18ers. Jetzt bin ich echt geschockt. Warum? Because your English is a yellow from the egg. English is the best. Wenn ihr den Stream nicht geguckt habt von Sonntag, dann guckt gerne rein. Leute, die 18er Displays sind da. Letztes Mal gab es ja keine. Was soll das denn jetzt schon wieder? Wow, danke schön. Die 18er Displays gab es ja letztes Set nicht, weil es da gab es die 2-Pack-Blister. Genau, und die gab es halt auch für den Pressehandel. Deswegen, Leute, nein, die Dinger kosten nicht 4,99 €. Die Dinger kosten ein bisschen mehr, 64,99 €, aber es war ein ganzes komplettes bei uns im Shop. Und ja, die 18er, kurz zur Erklärung, sind halt so ein gefragtes, interessantes Produkt, weil es sind halt quasi zwei Hälften von einem 36er Display. Und yes, und die können entweder richtig scheiße sein oder richtig gut. Genau, deswegen, warte mal, um das euch mal kurz bildlich zu veranschaulichen, das wäre quasi ein komplettes 36er. So, die 18er Displays sind, oder die sind ja immer zwei Hälften und man hat eine Hälfte in einem 18er und die andere in einem anderen. So, und meistens gibt es immer eine gute Hälfte und eine schlechte Hälfte. Und bei den 18er kann es halt sein, dass du dann einfach nur die gute erwischst. Und wenn du zwei kaufst, kann es halt sein, dass du zwei gute oder zwei schlechte erwischst. Oder eine schlechte, eine gute. Dann merkst du natürlich nicht den Unterschied. Im besten Falle halt einfach zwei gute. Und das ist halt das Geile an den 18ern. Yes. Die waren im Stream, die letzten 18er. Und ja, wir hoffen, dass das auch wieder ein Top-Seller und Top-Gönner wird. Weil ich sag mal so, die 18er zu Clash, die haben schon ziemlich hart gegönnt, auf jeden Fall. Und ja, wir hoffen einfach, dass es hier genauso sein wird. Und gucken einfach mal, freuen uns auf hoffentlich gut verfügbare 18er. Also ich meine, eine gute Release-Menge haben wir ja schon gekriegt. Wir haben auch schon direkt wieder nachbestellt, weil wir gesagt haben, jo Leute, oh, wir brauchen da viele von. Und wir haben Durengard VMAX, nice. Direkt. Hello Durengard. Schon mal. Ich bin mal gespannt, wie die Pullride tatsächlich jetzt hier aus den 18ern sein wird. Also das Kaokto ist jetzt nicht so das Favorite-Pokémon. Super interessant, wie gesagt. Ihr könnt es ja, wie gesagt, selber mal ausprobieren quasi. Ist vielleicht auch eine geilere Alternative, um zu sagen, yo, ich habe keine Lust, um mir ein 36er-Display zu kaufen, möchte aber irgendwie dann doch keine losen Booster haben, die natürlich bei uns selbstverständlich nicht abgewogen sind oder sowas. Aber da habt ihr halt wirklich ein original verpacktes Produkt, sage ich jetzt einfach mal. Und oh, ich habe schon den nächsten Hit, nice. Bei dir läuft. Gönnt. Fiaro V. Und bei dir? Banett. Noch nicht. Nice. Die ersten beiden Hits hier direkt aus den ersten Packs. Läuft. Ich sag mal so, wir haben immer gesagt, so ein 3-Hit-18er mit einem Premium-Hit ist schon okay. Ist gut. 4 Hits sind immer nice. Nee, eigentlich. Natürlich auch mehr. Otomo, denn Castadur. Nio und Lucario. Aber ja, schon mal. Wie gesagt, das ist so wirklich das Display, wo ich sage, oh, da hab ich lange drauf gewartet. Du auch, ne? Seigard Holo. Nice. Leider nichts mehr soweit. Aber ja, wie gesagt, immerhin ist das Set mehr verfügbar als Weg des Champs. Nicht wieder darüber. Oh, Glurak. Ja, ich wollte das Set nochmal positiv hervorheben. Weil es ist, wie gesagt, wirklich ein super schönes Set. Und es ist halt verfügbar. Also, da haben auch viele Leute vorher gefragt, oh, wird das Set genauso schlimm sein? Nein, Gott sei Dank nicht. Ich meine, wie gesagt, durch Trainerboxen und Blister hoffen wir, dass die nachkommen. Aber, wie gesagt, immerhin haben wir mit den 18ern schon mal ein geiles Produkt, was verfügbar ist. Ja, man muss sagen, ist ja auch ein Hauptset, also dürften das Hauptset ja nicht wirklich knapp halten, das wäre ja richtig lost. Das wäre ja ziemlich lost, ja, absolut. Aber nur, um halt mal die Fragen, die da teilweise aufgekommen sind, um die einfach mal zu beantworten. Und Donphan. Leider nichts mehr. So, meins hat bisher noch gar nichts gegönnt. Nur mal gucken, was wir jetzt was ziehen, hoffentlich. Hoffentlich. Holo. Wow, ich trage nur die Holos. Nur die Holos. Aber guck mal, hier sieht man auch wieder, das ist auch wieder der Pressedruck, ne? Das sind wieder die 499er Packs. Aber wir haben ein gutes Schwalbini, Fleckneul. Also wir hoffen natürlich, dass wir da freitags, also diese Woche wird der Stream auch wieder am Freitag sein, denke ich mal, ne? Vor euch ein paar davon aufmachen dürfen. Könnt ihr natürlich gerne die quasi schon vorher vorbestellen für den Stream. Sollte bald. Ikuda und Galanzinger. Weil da, wie gesagt, da könnte der ein oder andere Pull-Garant auf jeden Fall mal drin sein. Tanzen. Weißt du, was ich geil fand? Irgendwie so 18er Displays mit so, keine Ahnung, 3 Amazing Rares oder so. Wär schon schmackhaft. Wär echt amazing. Könnte definitiv passieren, hoffe ich mal. Und du hast hoffentlich mal was Gutes. Pixie und Galavian VMAX. Nice, der erste Hit aus dem Display auf jeden Fall mal. Das gute Frostflampivian hier am Start. Ja, nice. Ist auf jeden Fall auch ein Premium-Hit, das ist gut.
Das nehmen wir doch, würde ich mal sagen. Exakto. Das nehmen wir doch, würde ich mal sagen. So, gucken wir mal, ob ich jetzt mal auf meinen dritten Hit kommen kann. Evoli, wie süß. Riolo, Petra am Start. Oh, die kriegt eine Fullart übrigens, ne? Hab's gesehen. Und, oh, Starlord. Ich hab's gesehen, dachte mir so, okay. Ich hab heute schon mit Leuten im Stream gesagt, wir müssen Petra zu einem Meme machen. Wenn da das Shiny Set rauskommt und die Fullart dabei ist, dann müssen wir es so machen, dass alle aus unserer Community diese Karte wegkaufen von Cardmarket oder sowas, damit wir zusammen Petra an die Macht bringen. Why not, ne? Ja oder nein? Wieder eine Petra. Ja oder ja? Ja. Ich muss sagen, der Chat war sehr begeistert und sehr angetan von der Idee. Die denken dann auch so, warum werden die Petra-Karten so gekauft? Und die letzte auf Cardmarket kostet dann 100 Euro oder so. Ja, wahrscheinlich. Ich würde es so feiern. Barakiefer. Wobei die. Da ist sie schon wieder. Da ist sie schon wieder. Petra. Warum? Wobei der. Guck mal, da ist sie so richtig. Da ist sie so richtig. Ah, was willst du von mir? Ja, der Fuller guckt sie so richtig. Na du? Wo Lust. Kommst du denn her? Quasi. Lust zu graben. Was? So. Aber beides eingeschlafen. Scheiße. Oh, das ist nicht gut. Oh. Soll Petra mal gucken? No. Nein. Und, oh, noch ein Hit. Pion Draghi. Ja, nice. Da haben wir ja unser. Kommt da mit ihrem Hämmerchen und macht so. Ja. Und du einfach so. Dung. Ja, reagiert noch. Ist noch existent. Fleck Neul und. Oh. Ich glaube, die haben wir noch nicht gezogen, oder? Ampharos. Nein, haben wir tatsächlich noch nicht gezogen. Oh, die ist ja voll schön. Ja, Mann, die ist mega. Blendende Explosion. Geil. Ja, Mann, die Fullart sehen halt einfach wahnsinnig schön aus. Guck mal, die hat sogar ein bisschen mehr Textur, ne? Gefühlt. Leute, hier mal einmal für euch. Dieses wunderschöne Ampharos V in Fullart. Mega schöne Karte. Mhm. Und damit haben wir noch nicht alles gezogen, glaube ich. Aber die letzte Fullart, die uns noch gefehlt hat, haben wir auf jeden Fall jetzt noch gezogen. Was sehr, sehr nice ist. Und wie gesagt, super schöne Karte. Ampharos, oh Ampharos. Ampharos, so. Morlord und Boreos. Aber was jetzt noch ganz schön wäre, wäre, wenn wir doch mal jetzt noch eine. Hm? Oh, auch gut. Was wenn wir noch eine Amazing Rare ziehen würden. Heute. Okay. Mal mindestens. Kommt jetzt, Achtung. In diesem Pack, sagst du? Mhm. Na dann, bin ich gespannt. Ich spüre es. Oh. Wow, tatsächlich. Verdummt. Und hier auf dich. Oh, oder Bylord. Nice. Die erste Amazing Rare, Leute. Ah, die sind so schön. Die Amazing Rare sind einfach so schön. Ja, Mann. Übel. Nice. Die können sie gerne behalten. Wie gesagt, im 4,5er Set wird es wahrscheinlich welche geben. Ob es danach nochmal weiter welche geben wird, weiß man nicht. Aber ich schätze doch mal stark ja. Weil so ein geiles Konzept einfach wieder direkt zu verwerfen. Da wären sie schon lost, wenn sie das machen würden. Aber das ist ja Gang und Gäbe. Da kannst du ja nicht viel erwarten. Wir lieben sie. Und ein Urgel. Hä? Diese andere Art und Weise. Urgel? Mhm. Urgel, Schmurgel. Kann man gar nicht. Guck mal, ich habe hier so eine Karte. Kann man absolut nicht. Die hängt da so raus. Siehst du das? Hm? Da, die ist ein bisschen. Die hat die Ecke. Hm. Die ist größer als die andere. Oha! Wollte ich nur mal gesagt haben. Schneckmack, ein Elitzeber. Girafarig und ein Metagross, was irgendwie ein bisschen nicht gut gecuttet wurde, tatsächlich. Seider und die gute Papella. Metagross, Cross, Cross, Cross. Wer ist Cross? Metagross. Große Grabe Pizza ist die Pizza. Für dich und mich. Yeah. So, wir gehen so langsam auf. Und ausgeliefert wird die auch einem Stein, Alter. Geil, oder? Würde ich fühlen. So ein Card Buddies Lieferservice auch mit einem Stein. Würde ich fühlen. Würde ich anders fühlen. Riolu, Kamehaps, ein Deden. Quebec, Rockheimmann. Ich habe immer noch keine Amazing Rare leider gezogen. Aber. Hech nicht, da kommt jetzt noch eine. Achtung. Ich hoffe mal, dass das auf jeden Fall jetzt das nächste Mal kommt. T4, Bebek, Tengulis und dein Zapladan. Leider nicht. Leider nicht. Leider nothing. Nothing. So, gucken wir mal. Ich wäre immer noch dafür, dass wir irgendwie mal noch ein 1000er Opening mit den zwei Pack bestern. Farbenschock. 18er mal. 56. Ja. Machbar. Elitzeber. Mhm. Und ein Zapplerang. Dann machen wir Videos. Sind 1000 Booster aus 18er Displays besser als 1000 Booster aus 36er Displays? Uff. Das noch ein Plus Ultra. Leute, wollt ihr das Video sehen? Lasst mal ein Like da. Ihr könnt ja leider nicht mehr abstimmen, weil YouTube das Abstimmungstool leider entfernt hat. Die guten Alten.
Aber ja, wie gesagt, Leute, checkt gerne noch die Sachen ab, die in der Beschreibung verlinkt sind, in der Twitch, Instagram und Celebi Amazing Rare. Wir müssen mal wieder mit Insta-Content richtig anfangen, außer halt Insta-Stories. Und ein Elfhuhn, Leute. Oh, diese Karte ist so schön. So schön, also die Amazing Rares, Leute, gönnt euch die Dinge einfach, gönnt euch. So, die letzten meinen Booster. Mhm. Warte mal, wie viele Hits haben wir jetzt schon? 6 Stück, ne? Ja. Aber mehr Premium-Hit als... Ja, aber wäre noch nice, wenn bei dir noch ein Hit rauskommen würde, auf jeden Fall. Aber ansonsten... Pretty okay, würde ich fast schon sagen, eigentlich. Pretty okay. Ich starte mit Elektro. Ich mit Feuer. So. Schwalbos. Karte. Mag Cargo. Rot um Urf. Auf Ei. Flomel. Fritz L. Blitz. Ninkada, ein Klopp, To, Puss, I. Ja, das wäre so schön. Waum, Felino. Waump, Oll. Bei Lemer. Hokumin. Ein Chef, Rumrum. Wenn die Roller wieder schreien. Wenn die Roller wieder schreien. Und eine Boil Helm. Oh, Zapdos und. Oh, ein Zapdos. Yeah, Leute, nice. Ja, ich würde mal sagen, das sind noch zwei sehr gute 18er Displays gewesen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst eine große Karte und da bin ich konstruktiv. Checkt das Ganze gerne ab, probiert es selber aus und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.